Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcastes. Dieses Mal, ja, bin ich alleine, halb alleine, könnte man sagen. Und zwar, ich nehme das Ganze zwar alleine auf, allerdings sind noch drei andere Leute da und die nennen sich Chat, Livestream-Chat, denn das Ganze wird während eines Twitch-Livestreams aufgezeichnet. Deswegen, falls ihr, wie gesagt, falls ihr auch mal vielleicht bei einer Aufzeichnung eines Podcasts dabei sein wollt, dann schaut doch gerne bei mir auf Twitch vorbei. Und kommen wir zum ersten Thema, was ich mir rausgesucht habe. Und zwar, diese Folge wird die letzte sein. Und zwar die letzte, die mit diesem Mikrofon aufgenommen wird. Denn diese Podcast-Folge wurde am 21.12.2020 produziert. Und ja, in drei Tagen ist Weihnachten. Ich werde die Folge möglichst heute, spätestens morgen, rausbringen. Und ja, bin mal gespannt, ob ich davon nochmal eine aufnehme. Bock hätte ich. Kommt auch, wenn ein bisschen auch Bock drauf hat. Aber ja, das wird die letzte Folge dieses Podcasts sein mit diesem Mikrofon, was ich aktuell habe. Denn zu Weihnachten bekomme ich ein neues Mikrofon. Und während ich hier gerade mal was laber, kann ich mir ganz kurz nachgucken, was das für ein Mikrofon ist. Habe ich nämlich inzwischen schon wieder vergessen. Das kann ich jetzt auch auf mein Handy rausfinden. Da gehe ich auch mal auf den Homescreen. Und zwar ist es das SPC Gear SM900. Für aktuell 100 Euro. Ich hoffe, wir haben es noch billiger bekommen. Das erst seit einer Woche so teuer. Ich hoffe, meine Eltern haben es frühzeitig bestellt. Aber ja, das ist. Ja, das wird. Bin mal gespannt, wie sich die Podcast-Qualität dann verändern wird, wenn das neue Mikrofon zum Einsatz kommt. Und ja, es sind sogar so 5 Leute beim Livestream. An die Leute vom Livestream, wer möchte, ihr dürft gerne Vorschläge machen, über was wir reden können, gerne in den Chat rein. Aber dann kommen wir jetzt zu meinem persönlichen ersten Thema. Ja, geil, 2 Minuten 17 gelabert, ohne irgendwas Gescheites zu machen. Kommen wir zu meinem ersten Ding. Geldgeilheit, bevor sich jetzt hier vielleicht der ein oder andere angesprochen fühlt, denn ich habe ja für meinen YouTube-Channel, wer das nicht weiß, habe ich einen Cutter gesucht, suche ich noch, die Bewerbungsphase läuft noch, und nur das mal kurz als Hintergrundwissen, und ja, Geldgeilheit, und zwar es geht darum, wenn ich kurz einen Blick ins YouTube-Studio werfe, ich glaube es waren 8 Kommentare, die noch nicht mehr gefragt haben, so, yo, ich wäre interessiert, wie viel müsste ich denn da dann machen, sondern die direkt mit der unverschämten, also wie ich finde zumindest, unverschämten Frage, oh geil, das sind 2 neue Kommentare, die werde ich gleich noch beantworten, nach der Podcast-Folge, die direkt angefangen haben und gefragt haben, Geld, wie viel Geld. Also inzwischen überwiegen die Leute, die das kostenlos machen, überwiegen tatsächlich inzwischen immer mehr. Teilweise haben auch gesagt, okay, komm, ich mache das trotzdem. Oh, ich muss noch relativ viele. Ja, doch, perfekt, ja. Ich muss noch ein paar Kommentare, glaube ich, beantworten. Aber dann gehe ich mal ganz kurz auf Inhalte. Ich würde jetzt gerne mal nachzählen. Cutter gesucht, gehe ich auf Kanalkommentare. Und unbeantwortete Kommentare, der Fehler muss man ganz kurz raus. Also. So, hier 180 Euro würde ich dir das cutten. Jedes Video. Wie hoch ist die Bezahlung? Bekomme ich dann Geld oder ich würde sogar sagen, dass ich ein sehr guter Cutter bin. Bezahlung? Fragt der Nächste. Da kommen wieder relativ, zum Glück inzwischen wieder relativ viele, die machen, sagen, das mache ich kostenlos. Dann hier, das fand ich ein sehr, sehr cooles Angebot. Wir hätten Interesse, wir würden alles machen. Thumbnails, Intro, Outro. Für einen fairen Preis, am Anfang auch gratis. Wir wollen für unsere Arbeit, wenn es sich lohnt, und nur mit YouTube Geld für unsere Arbeit, wenn es sich lohnt. Und also das finde ich, ist ein fairer Deal, dass wir sagen, sobald du mit YouTube Geld verdienst, wollen wir eine gewisse Anzahl an den Einnahmen auch für uns dann haben. Das finde ich fair. Dann gibt es hier einen, würde schneiden, habe Prüfung der Videos geschnitten, würde für 3-4 Videos 10 Euro nehmen. Der hat sich inzwischen aber auch auf kostenlos runterhandeln lassen, mit halt einigen Abstrichen. Und das war jetzt mal nur
paar Beispiele von Leuten, die noch nicht mehr gefragt haben, so, yo, was soll ich für dich machen? Wie viel Arbeit wäre das? Sondern die direkt reinplatzen mit Geld. Ich will Geld. Ohne Wenn und Aber, Geld. Und ich habe allen gesagt, so, nee, ich kann dir nichts bezahlen, wäre Ehre, wenn du es kostenlos machen kannst. Haben zum Glück auch inzwischen haben wir ja einige umgeschwenkt, wie ich meiner Meinung nach es auch richtig ist, weil ich bin ein Cutter mit, was weiß ich, suche einen Cutter, der aktuell einmal in der Woche was cutten soll. Und ja, wie, ich bin Schüler, ich wüsste nicht, wie ich das Geld, wie ich das Ganze bezahlen soll. Natürlich habe ich in Anführungszeichen Werbepartner aktuell schon, also Trollpipe. Also bekomme ich kein Geld dafür, bekomme ich ja Rabatt. Und ja, mir ist gerade noch ein zweites Battle eingefallen, zweites Battle, klar, ein zweites Thema eingefallen, schreibe ich mir gerade auf. So, ja, und wie gesagt, ich bin nicht so der große Fan von Dingen, von Leuten, die direkt sagen, Geld. Ich meine, inzwischen, also wirklich, ich finde es gut, dass ich es inzwischen gemacht habe und deswegen sollen sich auch nicht die falschen Leute davon angesprochen fühlen, die auch im Nachhinein gesagt haben, oh, okay, wir verstehen deinen Punkt und komm, wir machen es jetzt kostenlos. Euch meine ich teilweise direkt die Frage Geld finde ich ein bisschen komisch, aber ich finde es gut, dass ihr inzwischen umgeschwenkt habt und ich sag so, Geld. Punkt aus, fertig. Geld. Was anderes interessiert mich nicht. Ja, kritisch. Und vor allem sollen sich nicht die Leute drin anschreiben, die mir sagen, ey, ich mach's kostenlos. Aber teilweise, wir können ja mal kurz drüber reden, dann erweitern wir das Thema ein bisschen aus. Im Video sage ich ganz ausführlich beim Punkt unter, wie kann man sich bewerben. Ich habe das Ding schön gegliedert mit Timestamps, wie kann man sich bewerben. Das sage ich. Und steht auch unten direkt 13 unten drunter steht, dann wird es auch in der Videobeschreibung stehen. Bewirb dich und werde Teil des Teams. Alle Dateien zum Downloaden, bla bla bla. Bewerbung unter bla bla bla. Und es gibt tatsächlich Leute, und ich würde sogar sagen, mindestens die Hälfte, die sagt, yo, yo, ich will mich bewerben. Aber dann nicht auf dieses Dokument draufgehen, sondern über die Kommentare versuchen, sich zu bewerben. Und ich habe bestimmt auch nochmal 8, 9 Kommentare geschrieben, von wegen, ja, gut, bewirb dich, ich freue mich auf deine Bewerbung. Aber hier, bitte. In der Videobeschreibung findest du alle Infos. Und es gibt einfach Leute, gibt, die es nicht verstehen. Finde ich auch ein bisschen traurig. Und ja. Viel mehr würde ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Dann das nächste Thema, was mir spontan einfällt, wäre Follow-Battle. Ich bekomme das aktuell bei einem Freund mit. Ja. Der sagt gerade, yo, ich mache hier ein Follow-Battle gegen meinen Freund. Und natürlich ist es witzig, sich zu battlen, aber ich finde mich auch nicht so hardcore auf Follower zu geiern. Ich rufe mal ganz kurz einen Stream auf. Und das heißt wirklich Follow-Battle gegen Twitch-Streamer, folgt gerne, brauche euer Follow. Ich werde gewinnen. Ich finde, das ist meiner Meinung nach viel zu geiernd auf Twitch, oder? Meine Einstellung zu Followern ist, dass jeder gerne ein Follow dalassen kann, aber es keinesfalls in irgendeiner Weise verpflichtend sein sollte, in irgendeiner Weise jemanden zu folgen. Jemanden, ja, oder genauso wie irgendjemanden zu abonnieren. Ich finde auch ein Twitch-Sub, also YouTube-Sub ist ähnlich wie ein Follow, aber ich finde auch Twitch-Subs sollten nicht so angepriesen werden, wie das viele große Streamer leider machen. Hier ausrufe Sub in den Chat, haut einen Sub rein. Natürlich muss man Subscriber und Vorteile geben. Natürlich, das finde ich auch richtig so, dass man Leuten, die einen unterstützen, sagt so, ey, hier, komm, schau mal, du kriegst einen Vorteil als Dankeschön dafür, dass du mich unterstützt. Verstehe ich. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, das heißt, du musst das machen, also quasi du musst followen für also subben für, keine Ahnung, um an diesem Event teilzunehmen. Und ich meine, ich habe bei Twitch aktuell, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, twitch.tv/ mit dem habe ich schon vorgeschlagen. Ich habe aktuell
aktuell. 85 Follower. Und ich bin allen 85 Leuten dankbar für ihre Follower, Follows. Und ich freue mich auch immer noch über jeden Follow, auch wenn ich inzwischen ein Twitch-Affiliate bin. Und quasi ein Follow für mich einfach nur ist, ach ja, komm hier, du gönnst mir kein Geld. Aber trotzdem finde ich ein Follow wichtig, weil es zeigt auch wirklich, dass jemand bereit ist, mich zumindest kostenlos zu unterstützen. Natürlich bringt es mir persönlich mehr, wenn jetzt hier irgendjemand da sein Geld reinhaut, seine 2,50 € im Monat. Natürlich habe ich dann größer oder noch mehr. Natürlich habe ich da einen größeren Vorteil. Stufe 3 Sub wären 25 Euro. Natürlich freut mich das, wenn irgendjemand eine Stufe 3 Sub reinhaut. Natürlich bin ich dem enorm dankbar und vielleicht kurz vorm Flennen im Stream. Kann ja passieren. Aber dieses, du musst mich mir followen. Ich mache ein Follow-Battle. Ich finde es irgendwie falsch, sich mit Followern zu battlen. Also, das ist meine Meinung. Ich finde es. Es ist einfach nicht meine Natur, irgendwie zu sagen, ihr müsst mich followen. Deswegen finde ich, also, jetzt meine Meinung natürlich, finde ich die Vorstellung von einem Follower-Battle gar nicht. Also, finde ich es scheiße. Ich habe mir auch schon überlegt, soll ich wirklich auch mal vielleicht so ein Follower-Battle machen? Man könnte ich auch machen, dass ich sage, komm, wir bringen uns quasi jetzt beide auf die gleiche Anzahl an Followern. Mach das. Ich werde es vielleicht auch irgendwann mal durchziehen, einfach mal so als kleinen Joke, wie viele Subs. Vielleicht will ich überlege, was wirklich sind. Man könnte ja in der Theorie wirklich so eine Challenge machen, wie viele Follower schaffe ich in einem Stream. Einfach mal nur so. Aber dann bin ich trotzdem der Meinung, man sollte nicht direkt in den Titel schreiben, folgt mir. Folgt mir, denn ich brauche euren Follow. Das finde ich ist irgendwie falsch. Also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das Ganze so sieht. Aber ich finde, es ist so ein bisschen so ein Armutszeugnis, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, dass man nicht genügend Follower bekommt und deswegen seine Zuschauer anbettelt. Ich bin auch kein Fan von Streamern. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, früher auch gemacht. Bevor ich Twitch Affiliate war, in dieser ganz kurzen, heißen Zeit vor Twitch Affiliate, wo es wirklich darum ging, jeder Zuschauer war wichtig. Jeder, ja, Follow war wichtig. Und zwar so, wie ich das sogar überlegt habe, mir zu botten. Das werden wir, setze ich auch mal gerade auf die Agenda, Botting. Und so finden sich wir im Podcast weitere Themen. So, Botting steht auch auf meiner Agenda drauf. Und ja, natürlich gibt es eine Zeit lang, bevor du Affiliate wirst, wo jeder Follow wichtig ist, wo jeder Viewer wichtig ist. Natürlich macht es keinen Spaß für aktuell noch zwei Leute zu streamen. Natürlich ist es deprimierend, wenn du siehst, so, oh, ich habe zwei, oder nebendran siehst empfohlene Kanäle, was weiß ich was, hier 3000 Zuschauer. Muss ich halt auch sagen, so, ja, natürlich ist es deprimierend, aber da gibt es auch diese coolen Momente, wo du im gesamten Stream plötzlich fünf Zuschauer hast und deinen ersten Sub gegiftet bekommst oder so, oder das erste Mal jemand dich subbt. Natürlich sind das coole Momente. Aber ich dieses Follower-Battle-Mentalität weiß ich nicht, ob das so cool ist. So, springen wir eigentlich, würde ich sagen, springen wir direkt zum nächsten Punkt, und zwar Botting. Und zwar, bei Botting geht es jetzt nicht nur drum, nicht nur auf Twitch, denn Twitch Affiliate ist vor allem für kleinere Streamer, die in keiner guten Qualität streamen, so wie ich. Enorm, ja, schade. Aber ich möchte jetzt hier mal ganz kurz gucke. Und zwar, es gibt hier ich kann bei Qualität, kann ich jetzt die Qualität manuell einstellen. Dieses Feature bekommen aber nur Streamer, das ist leider für Nicht-Twitch-Partner kein Privileg, die wenig Zuschauer haben und wo Twitch gerade sagt, oh cool, wir haben hier gerade Serverleistung übrig. Und dann quasi hier, du kannst den Stream auch in schlechterer Qualität angucken, freiwillig. Und natürlich macht es bei aktuellen 640p wenig aus. Natürlich sind 640p schon allein schon von mir eine Scheißqualität.
Deswegen hoffe ich auch bald, dass wir einen neuen Anschluss bekommen. Aber ja, dieses wirklich aus dieser quasi null, ich nenne es mal null Zuschauer-Trap rauszukommen, ist schwierig. Und da ist leider das erste und einfachste Mittel Botting. Ich habe mich ein bisschen mit Botting beschäftigt, als mein Stream auch schon mal gebottet worden ist. Und ich dann tatsächlich, auch wenn viele meinten so, nee, du hast keinen Twitch-Bann, du kommst nur noch mit dem Dashboard rein. Aber ich konnte nicht mehr live hin. Also mir wurde dieses Livestreaming-Privileg von Twitch weggenommen. Ich konnte nicht mehr live streamen. Ich vermute mal, das war, ist halt irgendeine Sicherheitsmaßnahme. Also ich guck mal, Twitch Viewer Bot. So, schauen wir mal ganz kurz nach. Wie kostet so ein Twitch? Was wären dann da für die Preise? Use Vibe wird mir hier gerade vorgeschlagen. So. Twitch Viewers. Okay, für 14 Dollar im Monat bekommst du schon 2,5k Viewers. Okay. Achso, die sind nur einmalig. Okay, verstehe. Und, okay, das sind nur Channel Viewers. Schade. Also, ein bisschen schade. Das interessiert mich nicht, aber. Dann gehen wir mal zum nächsten Viewer Labs. So. Mann, ich suche doch einfach nur nach einem Preis für Twitch-Follower, weil ich keine Ahnung habe, was so ein Twitch-Zuschauer kostet. Das würde mich mal ganz kurz interessieren, wenn wir gerade schon von Botting reden. Und meiner Meinung nach ist Botting auch das falsche Möglichkeit. Sea Prices. Für 35 Euro. Nee, da, hier geht's. Ja, gut. Der billig. Ich finde irgendwie traurig, dass der billigste Plan für 35 Euro. Euro, Dollar per Monat, einfach 25 Live-Viewers, Realistic Channel-Views, up to 25 Chatbots und 200 Followers, okay. Also das sind irgendwie, ich finde es enorm teuer. Ich meine, ist das wirklich so viel wert, dass irgendjemand dafür, ja wahrscheinlich gibt dafür jemand Geld aus, aber ich finde Botting generell das falsche Mittel. Auch sich irgendwelche 5000 Accounts zu erstellen. Natürlich, bestimmt sind bei mir auch 10 YouTube-Abos. Bin ich mit 2 Accounts. Gut, 10 ist übertrieben, 5 vielleicht. Ich muss nach. Es sind. Ich bin mit einem Kunden noch angemeldet. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind 6 Accounts. Sieht man von meinen 105. Also, ich habe ca. 149 fremde Subs. Und. Natürlich, am Anfang wachsen deine Abos nicht. Und du denkst so, boah, Digga, mein YouTube-Kanal ist so scheiße. Da muss ich selber was gegen tun. Aber inzwischen kommt mein YouTube-Kanal schon quasi so automatisiert in den Flow rein, dass ich von alleine Subs bekomme. Deswegen spiele ich mal ganz kurz nochmal ins YouTube-Studio rein. YouTube-Studio. 155 Abonnenten plus 38 Subs, YouTube-Subs in den letzten 30 Tagen. Und wenn sich die Kurve ansieht von meinen Abonnenten, die bleibt auch nicht immer gleich. Ich habe mal Tage, wo es gut läuft. Hier kam das Video raus mit dem Cutter. Das Cutter-Video hat mir an dem direkten Tag 2 neue Subs eingebracht und am Tag danach 13 neue Subs. Und meine Abo-Kurve. Ja. Ist nicht die stabilste, würde ich mal sagen. Und wir können mal ganz kurz. Komm, wir gehen mal auf Zeitraum seit Erstellung unbegrenzt. Abo-Status. Ne, nicht Abo-Status. Zugriffsquellen, das ist ja auch nicht. Aber es gibt keine Grafik, wo ich sehen kann, wie viele Abos ich Subs ich habe. So im Verlauf. Als ob es das nicht gibt. Ja, Region, okay, interessant. Interessiert mich gerade nicht. Und sogar, mal ganz ehrlich, mein Abo-Status läuft sogar. Ich habe sogar insgesamt einen Abo-Status von. Jetzt müssen wir ganz wieder zurückgehen.
So, es ist gerade sehr lange leise, würde ich mal ganz kurz sagen. Reichweite, nee, wahrscheinlich Zielgruppe ist es eher. Ich habe 70% der Leute haben mich nicht abonniert. Und natürlich könnte ich da jetzt gegenwirken und könnte sagen, hier, komm, ich gucke meine Videos mit 500 Accounts selber an. Weiß nicht, das ist irgendwie nicht so mein, wie ich gerade von dem Follower rausgehört habe, ist es irgendwie nicht so meins. Und mein Botting fliegt, weiß nicht, Botting fliegt, glaube ich, auch auf. Weil diese Botting-Stats von Twitch, die waren zwar für 2 Tage gut, aber dann sind sie auch komplett eingebrochen und wurden scheiße und schlecht. Also ich glaube, Botting bringt einem auf längere Zeit eher einen Nachteil. Denn in der Theorie kann man mit einem einfachen Botting könnte ich meine Affiliate-Partnerschaft machen. Wenn ich jetzt mich selber botten würde und es würde rauskommen, wirklich, es war ich und Twitch hat wirklich quasi Beweis, dann würde ich auf jeden Fall wäre ich auf jeden Fall kein Affiliate mehr, was nicht, weil ich geldgeil bin, was schade, sondern weil ich einfach die Funktion vermissen werde. Weil ich dann einfach so Sachen, natürlich finde ich es geil, hier Werbung zu schalten, was wir so auch mal kurz machen können. Ne? Also ich finde es geil, aber es gibt halt hier auch so coole Sachen wie Abstimmungen verwalten, also quasi Abstimmungen machen, dann gut, den Rest habe ich nicht hinzugefügt. Was gibt's hier alles? Genau, dass du Funktionen früher bekommst, zum Beispiel dieses Prediction-Feature von Twitch, was jetzt neu eingeführt ist, mit dem man quasi so Vorhersagen treffen kann. Und das, es geht mir wirklich bei Twitch Affiliate einerseits natürlich schon auch so ein bisschen um Geld. Weil ich auch so sage, so, cool, kleines Taschengeld, das ist zwar eher wenig, aber so ein kleines, cooles Taschengeld wäre ja schon irgendwie ein bisschen cool. Natürlich geht es mir auch darum, das will ich nicht abstreiten, dass ich auch ein bisschen an diesem Geld interessiert bin, was in Twitch Affiliate steckt. Aber ich bin auch wirklich in diesen ganzen coolen Features, wo ich jetzt habe, Kanalpunkte, Abstimmungen. Weil ich finde, Kanalpunkte ist somit das Geilste, was es geben kann. Es sei denn, die kommentieren schließlich mal wieder dazu, mich für 20 Stunden stumm zu schalten. Was ich absolut nicht nett und witzig finde. Und ich habe auf Discord eingeschrieben, okay. Ja. Genau, mich schreibt schon wieder jemand an. Suchst du noch einen Cutter? Ja, ich suche noch. Deswegen. Ja, Botting. Wir haben, glaube ich, ein viel zu großes Risiko, wirklich durch ein Botting quasi diese Privilegien, die ich es jetzt einfach mal nenne, zu verlieren. Ja. Ich glaube wirklich, Botting bringt einem mehr Nachteile als Vorteile. Natürlich ist es am Anfang cool, wenn du gegenüber deinen Freunden sagen kannst: Boah, schau mal, ich habe nur 2 Follower, aber durchschnittlich im Stream 30 Zuschauer, jetzt mal angenommen. Aber wenn diese 30 Zuschauer nur auf Geld basieren, finde ich, ist es ein bisschen traurig. Ja, schon irgendwie. Der Chat sagt auch nichts dazu, das finde ich auch ganz geil. Man nimmt, ich könnte genauso gut alleine aufnehmen, weil der Chat eh keine Vorschläge macht oder eh nichts schreibt. So, dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns eigentlich um den letzten Punkt. Oh, ja, kurz, warte, bevor wir uns um den letzten Punkt kümmern, nochmal ganz kurz Werbung. Der heutige Podcast wird gesponsert von TropicByte. TropicByte ist ein Unternehmen, das für sehr wenig Geld sehr leistungsstarke Server und Webspace vermietet. Dabei überzeugt TropicByte mit schnellem Support und viel Leistung für wenig Geld. Zudem können Server auch nach Wunsch des Kunden konfiguriert werden. Bei den Webservern wird sogar Plesk mitgeliefert. Dadurch ist es sehr einfach, Webseiten und E-Mails mit der eigenen Domain zu erstellen und zu bearbeiten. Wichtige Programme wie Java oder Screen sind schon vorinstalliert. Zudem punktet TropicByte auch mit seinen selbstprogrammierten Systemen. Nutze den Link in der Podcast-Beschreibung, gib den Creator-Code DennyCroft während des Bestellvorgangs an und bekomme 5% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. So, und nach der kurzen Werbepause sind wir wieder zurück und ich werfe mir jetzt vielleicht Geldgeilhand vor. Aber
Ja, wie gesagt, wir werfen jetzt vielleicht Geld gerne hervor, aber wie gesagt, ich verdiene an dieser Werbung mit Tropibyte, verdiene ich persönlich nichts, es sei denn, wirklich, ihr kauft da was. Dann bekomme ich einen kleineren Betrag, den ich jetzt hier nicht nennen werde. Aber es geht mir natürlich auch um das, um das Unternehmen Tropibyte. Das setze ich mal auch noch drauf auf die Liste. Tropic Byte, Schrägstrich Tropic Solution, so heißen sie jetzt. Tropic. Ich kann nochmal schreiben. Tropic Solution. Ja, aber ich meine, Tropic Byte wurde jetzt zu Tropic Solutions. Einfach aus dem Grund, Tropic Byte ist jetzt quasi nur noch eine Verwaltungsebene für Game Server und Co. Gut, auf diese Ding warte ich ja schon seit Ewigkeiten, lol. Aber ja, Tropic Byte Solution, dieses Unternehmen ist halt wirklich. Der ist wirklich Florian Bach, der wirklich Gründer von Tropic Byte, diesem Startup Tropic Byte. Wie oft schreibt er mich an und weißt du, so, ey, ich weiß nicht, wie ich bezahlen kann und es tut mir auch so leid, dass ich jetzt mal einen meiner zwei Produkte bei ihm kündigen musste, weil ich weiß, wie sehr er das Geld benötigt. Aber ich muss ja auch wirklich, wie gesagt, ich muss auch gucken, dass ich die Server bezahlen kann. Und die Preise sind echt nicht teuer, aber mein Taschengeld halt leider nicht so groß. Können wir auch noch mit rein. Komm, wir nehmen auch noch Taschengeld mit rein. Taschengeld. Ja. Und deswegen Trip Bedrock Solution, den geht's echt scheiße. Es würde einfach nur reichen, wenn ihr einfach mal Interesse bekunden würdet. Wenn ihr euch die Produkte mal anschauen würdet. Und vielleicht der eine oder andere auch was kaufen würde. Wer mich und diesen Podcast unterstützen möchte, auch gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung. Und es hilft mir, das hilft vor allem aber auch Tropic Byte, Tropic Solution, dieses Unternehmen, was ich so sehr mag. Und die Preisleistung ist echt, echt geil. So, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich gerade eben schon gesagt habe, den nehmen wir auf, Taschengeld. Ich bin in der Zwischenzeit mal ganz kurz dabei und google mal ein bisschen, was ist Taschengeld? Wie viel Taschengeld würde man in meinem Alter bekommen? In meinem Alter die Taschengeldtabelle. Ach ja. Ach so. Okay. Das Deutsche Jugendinstitut hat zuletzt 2017 folgende Empfehlung zum Taschengeld veröffentlicht. 15 Jahre, 30 € bis 38 €. Was ich mir damit alles leisten könnte, wenn ich anst ich bekomme aktuell Taschengeld eines Neunjährigen. Meine Taschengeldempfehlung entspricht aktuell einem Neunjährigen. Selbst ein Zehnjähriger bekommt schon 5 € mehr Taschengeld als ich. Also wenn man, gut, wenn man noch die Flat dazu rechnet, diese 5 €, dann bin ich in der Kategorie Alter des Kindes 10 Jahre. Aber okay, finde ich sehr interessant. Weil bei mir 10 € im Monat. Das sind, sehen wir mal so, 10 € Spotify, alles weg. Krieg an sich kein Taschengeld mehr, weil alles für Spotify drauf geht. Und natürlich bekomme ich auch noch Essensgeld für die Schule mit. Und deswegen wollen wir sagen, meine Eltern so, nö, geben wir dir nicht mehr, aber das ist garantiert auch nicht so gedacht. Ja. Dieses. Oh mein Gott, mir fällt auch gerade noch ein ganz geiles Thema ein. Wir fangen gerade so viele geile Themen ein, mal gucken, wie lang der Podcast im Endeffekt wird. Aber, ja. Deswegen, mit 30 €, dann könnte ich mir Spotify leisten, dann könnte ich mir wirklich einen Server bei Tropicbyte leisten und vielleicht sogar Netflix. Müsste ich mir dann tatsächlich überlegen. Und vielleicht auch den einen oder anderen Twitch-Sub. Da wird uns nicht viel übrig bleiben. Aber aktuell, ja, ist wirklich das Essensgeld die 4 € pro Mittagsschultag. Ich stelle mir sich mal vor, die Preise bei uns am Kiosk. 4 €, ja, das reicht nicht arg weit. Wenn allein schon ein Salat 2,50 € kostet, ja, 4 €, das langt nicht arg weit. Deswegen tue ich einfach, was ich einfach nur mache, ich so quasi eine Art Kompromiss. Okay, ich esse ein Salami-Brötchen oder nur eine Butterbrezel, weil ich sowieso meistens mittags nicht esse. Wenn ich Mittagsschule habe, ist eigentlich die einzigen Tage, wenn ich mittags, dass ich, wo ich mittags was esse. Ansonsten esse ich mittags tatsächlich gar nicht. Und dann sage ich einfach so, komm, dann verzichte ich halt, dann sitze ich halt mit einem knurrenden Magen, notfalls auch noch ein Fach nebendran. Aber immerhin kann ich mir dann Spotify leisten
hab dann quasi im Monat nochmal 5 Euro extra, wenn es gut läuft und ich wirklich komplett verzichte. Geil, dann habe ich 5 Euro extra. Bist auf Paluten, moin. Freut mich, dass du da bist. Du kannst gerne ein paar Themenvorschläge reinschreiben. Hab's nicht früher geschafft. Ja, nicht schlimm. Wir wollen ja später sowieso noch mal ein bisschen Minecraft zocken. Kannst du dich schon mal bereit machen. Und komm, dann schreiben wir das Einzige, was mir gerade noch eingefallen ist, streichen wir da einfach raus. Und ja, deswegen, ich finde es interessant, wie wenig im Vergleich. Ich bin jetzt noch ein halbes Jahr, dann bin ich 16, dann kriege ich einfach 38 bis 45 Euro pro Monat. Das gleiche ist, aktuell habe ich da zum Glück noch nicht das eine Problem, dass ich irgendwie mit einer Freundin irgendwie Klamotten oder sowas bezahlen müsste, weil ich hätte schon Hardcore, weil ich bin wirklich Single und das finde ich schon traurig. Sitzt auch teilweise da, ja. Ich muss gar nicht was für die Familie schneiden, weiß nicht, wie lange ich kann, okay, gut. Ja, deswegen. Ich bin wirklich, ich hätte noch nie eine Freundin, was ich ein bisschen schade auch finde. Ich würde einfach mal so wirklich der Traum irgendwie, um wirklich mal so mit einer schönen Freundin einfach mal so ein bisschen shoppen zu gehen. Aber wie soll ich das bezahlen? Das ist ja der Witz. Bei meinem aktuellen Taschengeld ohne extra Einkommen, wie soll ich das bezahlen? Also, ja. Deswegen bin ich tatsächlich überrascht, wie viel Taschengeld eigentlich für mein Alter angebracht wäre und wie hardcore meine Eltern das unterschreiten. Das ist. Ja. Und passend. Alles klauen. Ja, klar, Best of Paluten. Genau, alles klauen. Ich klaue mir so eine Spotify-Card raus. Die ist dann zwar nicht aktiv, aber immer kann ich sagen: Oh, guck mal, ich habe eine Spotify-Card. Ach ja, mein Chat macht mal wieder sehr sinnvolle Vorschläge. Aber dann passend zu Taschengeld. Das ist. Finde ich interessant, wie sich das einklärt, weil das war sogar das dritte Thema, was mir eingefallen ist, vor dem Podcast, und zwar Patreon. An sich finde ich, wie gesagt, Patreon, wie ich von vor fünfmal angeteased, bin ich nicht so der Typ, der auf Geld geiert, oder auf Follower, oder. Aber trotzdem finde ich, gibt es an Patreon schon sinnvolle Sachen, weil ich mit Patreon macht es relativ einfach, quasi Discord-Server-Ränge zu verkaufen, oder sei es ein cooles Minecraft 3D Texture Pack, wo ich auch aktuell mit jemandem am Schreiben bin. Ich hoffe, der Typ sagt mir zu. Dann wäre das nächste Sponsoring bei mir auf dem Channel für ein cooles 3D Texture Pack, was absolut realistisch aussieht. Und wofür ich sonst 10 Euro im Monat bezahlen müsste. Wo ich mir auch denke, so 10 Euro im Monat, toll, dann sehe ich diese ganzen quasi geschützten Posts. Aber. Es gab früher ein Tool, es hieß Gif.party, habe ich mir damit früher mal gemacht. Was würdest du machen, wenn ich jetzt dich mal einem schweigen lassen würde? Ich würde dir die Kanalpunkte zurückerstatten und sagen, nee, aktuell jetzt nicht. Weil beim Podcast aufnehmen das dann schon stört. Ich plane schon wieder was. Also die anderen Sachen bleiben aktiv, aber tatsächlich eine Minute schweigen wird quasi deaktiviert, in Anführungszeichen. Ja, deswegen Patreon ist bestimmt eine Möglichkeit. Gibt einem bestimmt auch coole Funktionen. Nur ist meiner Meinung nach viel zu. Ich hätte nichts dagegen für dieses Ding. Also, ich habe mal. Ich habe heute eine Seite gesehen, wo ich das noch nicht runterladen kann, aber diese Posts sehen kann. Diese ganzen geschützten Posts besteht dran. 1.15 Update. Okay, cool. 1.15 Update für dieses Texture Pack. Ach, wie cool. Aber im Endeffekt stellte sich raus, die einzige Anleitung, die dieser Einzige, was der Typ macht, ist, ja, geh in diesen Resource Pack voll und bearbeite die MC Meter Datei von Version Code 4 auf 5. Das wäre heißt, dass die auch für ab 1.15 kompatibel ist. Und dafür soll ich 10 Euro im Monat zahlen? Der Typ entwickelt das Texture Pack für die 1.14. Gut, konzentriere ich auf eine Version, aber 10 Euro im Monat für ein nicht aktuelles Texture Pack, also nicht die neuesten Grafiken drinne, was 1.16 Update angeht, 1.17, was da vielleicht noch kommt und alles. Dafür 10 Euro im Monat zu zahlen? Eher nicht.
Wirklich eher nicht. Ich werde vielleicht probieren, dass ich mit dem Deal aushandle. Ich bekomme quasi immer die neueste Texture Pack Version, benutze sie dann dafür auch ein paar Videos, mache eine coole Vorstellung drüber und mache Werbung. Das könnte ich mir sogar vorstellen und fände ich auch einen coolen Deal, deswegen hoffe ich, dass der Typ zustimmt, weil dieses Texture Pack echt wirklich geil ist. Aber 10 Euro für ein nicht ab 1.16 geupdatetes Texture Pack im Monat. Ich wäre, wie gesagt, ich wäre gerne bereit, dafür einmalig zu zahlen. Habe ich auch kein Problem damit. Das ist, ich bezahle einmal was. Das wäre vielleicht so eine coole Patreon-Funktion, die man einführen könnte, dass du selber auswählen kannst. Hier. Ich hätte gerne. Dann gibt es hier diese Post, dann steht hier dran Donor und diese Texture Pack. Und dieser Post heißt entweder, du wirst Mitglied und bekommst das Ding dann dadurch unlocked, kannst alle Posts freischalten. Oder die Alternative, die es dann dazu gibt, könnte man ja dann sagen, ist ganz einfach, zahle einmalig 10 Dollar. Gut, im Prinzip kann man sagen, okay, ich bin einfach einen Monat Patreon-Mitglied. Kann man sagen, ja. Aber dann hast du auch schon wieder diesen Problem mit, ich muss das ganze Ding kündigen. Dann haut er vielleicht ein Update raus, wo ich sage, oh, nochmal einen Monat. Da könnte man sagen, quasi hier, du kannst einzelne Posts für 5 Dollar freischalten, falls dich das interessiert. Und aber den Texture Pack Download für die man könnte auch theoretisch das über Add-on-System machen. Du kriegst das Texture Pack und dann für extra 5 Dollar oder so kannst du dir die neuere Texture Pack Version runterladen, wo dann einfach nur die geupdateten Dinger drin sind, die ziehst du auf das Ding drauf und die werden dann eingefügt. Und dann hast du das Texture Pack geupdatet. Und das hast du gesagt, so hier, so, auf vielleicht 10 Euro im Monat. Also ich weiß nicht, wie der Chat das Ganze sieht. Ich sehe Patreon als Ganzes ziemlich kritisch, das ganze Konzept hinter Patreon. Und wie gesagt, ich bin auch gerne bereit, für ein cooles Texture Pack auch einmalig einen Betrag auszugeben. Aber nicht dauerhaft. Ja. Same, ja. Und in dieser Richtung muss auch, dass ich ein bisschen sagen, in Best of Paluten. Ich habe aber jetzt mitbekommen auf deinem Discord-Server, du willst eine Kanalpartnerschaft einrichten. Du machst ja Content mit den Sachen von Paluten. Ich weiß nicht, ob irgend quasi ein Paluten-Zuschauer wirklich bereit ist, wie du meintest, 10 Euro im Monat zu bezahlen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Leute gibt, die sagen so, hier komm, 1 Euro im Monat gebe ich dir komplett fein. Aber ich glaube halt so, alles oben drüber. Ja, glaube ich, dass ich ehrlich gesagt nicht. Und ich will ja auch dahingehend keine Geldgeilheit unterstellen, sondern ich finde, ich habe ja diese Preisvorstellung mitbekommen, zumindest hat es mir Horstfriend so erzählt. Und wie gesagt, ich könnte mir auch, wenn ich mehr Taschengeld hätte, wirklich auch vorstellen, ja, ich würde das teuerste bei 99 Cent wirklich machen. Oder das teuerste bei 2,50 Euro, weil 10 Euro ist, glaube ich, kein Mensch bereit. Da fehlt der, glaube ich, in dieser Richtung tatsächlich die Fameheit und den eigenen Content, nenne ich es jetzt mal. Deswegen, versteh's bitte nicht falsch. Ich feiere deinen Content auch wirklich, aber 10 Euro, ja. Wie gesagt, wenn man vielleicht den teuersten auf 2,50 Euro im Monat macht, man kann ja so ein machen hier. Tier, ich glaube, du kannst, glaube ich, 3 Stufen oder so. Kann man machen. 1 ist 50 Cent, das zweite ist 1 Euro und das dritte ist 2,50 Euro. Ich glaube, das wären Preise, wo 99% der Leute mit einverstanden wären, wenn du halt entsprechende Features dann auch quasi die im Austausch bekommst. Weil niemand gibt für irgendwas random Geld aus. Also wirklich, die wollen Geld haben für. Die wollen was haben für ihr Geld. Also ich glaube, vielleicht so 1% der Zuschauer, die auf Twitch subben, denen geht es darum, diesen Streamer zu supporten. Die sagen, boah, cool, ich will diese coolen Features haben, ich will bei dem und dem mitmachen. Schließt sich irgendwie halt wieder die Kette. Und ja, ich habe davon ja auch keine Ahnung.
Und ja. Ich glaube, viele geht es wirklich um diese Features und weniger darum, wirklich ihren Lieblingsstreamer zu supporten. Natürlich geht es nicht allen darum, zu sagen, oh cool, die Features will ich haben. Natürlich gibt es da Leute, die nur deswegen. Danke für den Like. Die nur deswegen jemanden subben, weil sie sagen, boah, cool, ich finde diesen YouTuber so krass cool. Ich will ihn jetzt unterstützen, aber ich glaube, ein Großteil sagt wirklich das nur wegen diesen Features. Und ja. Genauso, ich würde mir auch wünschen, dass man bei Twitch diese Subpreise, weil ich finde, selbst 5 Euro im Monat ist für einen Twitch-Streamer wie mich eigentlich schon wieder viel zu krass. Ich würde mir wünschen, dass man diesen Subpreis abändern kann. Weil ich hätte gerne wirklich gemacht Tier 1 Sub, 1 Euro, Tier 2 Sub, 2,50, Tier 3 Sub, 5, also ja, 5 Euro dann. Das wäre meiner Meinung nach auch so ein faires Deal, was man vereinbaren könnte. Denn ich finde, wenn der billigste Sub bei 5 Dollar losgeht und der teuerste bei 5 Euro anfängt und der teuerste bei 25 Euro aufhört, wer ist bereit, das zu zahlen? Wenn ich mal ganz kurz einen Blick in die Stream-Analysen, Stream-Analysen, glaube ich, mal reinwerfe. Mal gucken, wie viele überhaupt aussagen in Wahrheit. Ich finde es gerade nicht. Schade. Ah, genau, Kanalanalysen, da muss ich reingucken. Wo haben wir es denn? Irgendwo gibt es diese Daten, das weiß ich 1000%ig. Ich finde es irgendwie gerade nicht. Bei mir sind irgendwie alle Leute männlich. Und alle männlich und alle über 18. Ich glaube kaum, dass meine Community aus 100% männlichen Leuten besteht und alle über 18 sind. Und wie viele Leute geben bei Twitch ihr echtes Alter an? Also mal ganz ehrlich. Wie viele Leute geben bei Twitch ihr wahres Alter an? Ich glaube keiner. Hab ich tatsächlich auch. Ich habe bei YouTube über 18. Gebe ich offen zu, ich bin hab auch bei Twitch. War ich über 18, hab's extra für die Affiliate-Auszahlung wieder auf reale Daten gemacht. Das stimmt natürlich nicht, wenn zu wenig Daten. Ja, nee, dass die zu wenigen Daten sind ja nicht das Problem. Sonst würde ja Twitch sagen, du hast zu wenig Daten. Das Problem ist ja wirklich, dass 90% der Leute nicht ihr wahres Alter angeben und ihr wahres Geschlecht. Natürlich habe ich irgendwo wahrscheinlich so 60% männliche Zuschauer. Also, ich glaube jetzt wirklich nicht, dass ich. Niemand, weil das alles weiblich ist oder so. Ich glaube, ich habe einen großen, wirklich auch meiner Zuschauer ist männlich. Einfach, weil ich auch männlich bin, würde ich jetzt mal ausgehen. Aber ich glaube, und ich glaube auch kaum, dass wirklich Leute, die mir zuschauen, alle über 18 sind. Glaube ich ebenfalls nicht. Und man, es hat sich ja schon einmal, wurde im Stream das exposed, die einen dachte ich auch so, ja, cool, dachte ich auch so, oh geil, ich habe schon wieder einen coolen Freund gefunden. Am Ende kam raus, das ist ein Mädchen. Die ist auf dem Discord-Server gejoint, ich habe das früher gesehen, habe gesagt, okay, huch, sie ist ja weiblich, ist ja eine weibliche Person. Und trotzdem habe ich aber 100% männliche Zuschauer. Also es hat nicht damit zu tun, dass Twitch zu wenig Daten hat. Bei meinen Anerkennungen stimmt das auch nicht, da habe ich auch nur männliche, ja. Je mehr Zuschauer du hast, desto größer ist auch die Chance drauf, dass mehr Leute ihr echtes Alter angegeben haben. Und natürlich spielt auch ein bisschen Hochrechnung. Ja, bei mir, ich habe irgendwie so 80%. Nochmal kurz einen Blick reinwerfen. Ich hatte es gerade eben sogar noch offen. Zumindest auf YouTube. Mann, ich finde es aber gerade nicht. Details anzeigen. Und meine, die Twitch-Statistiken arbeiten mir wirklich auch schon zuverlässig. Ach geil, ich find's jetzt nicht. Egal, an der Stelle mal. Und wie gesagt, ich glaube kaum, wirklich, dass Großteil davon einfach nur männlich ist. Das ist wirklich, wirklich, einfach nur
falsches Alter, falsches Geschlecht. Meine Schwester habe ich auch, als sie ein neues Handy bekommen hat, habe ich auch gemeint, ja, das kann auch stimmen. Und ich denke auch, ein Teil davon stimmt auch, aber... Bei meiner Schwester, sie kriegt ein Handy, sagt, okay, ich tue mir jetzt ein Google-Konto erstellen. Fängt an. Also, ich bin männlich und ich bin über 18. Und sonst gibt meine Schwester eigentlich überall reale Daten an. Ich erinnere mich an den einen Vorfall, wo sie mir eine SMS geschickt hat mit... Hier, ich lade dich ein. Da bekommst du kostenlose Google Play Cards, wenn du 10 Leute einlädst. Also sie hat quasi diese Aktion mitgemacht, weil sie halt davon keine Ahnung hat. Hatte, dass das einfach nur Fake ist. Dass kein Mensch dafür 10 Euro... Oder nee, ich glaube, es waren so 100 Euro Google Play Guthabenkarte ihr gibt. Natürlich kriege ich es am Ende cool. Und ich dachte so, boah, ich schicke das einfach an 10 Leute. 10 Leute klicken drauf. Und ach, wie cool, dann hab ich ja... Da das... Aber es ist halt nicht so. Und auch meine Schwester hat gesagt, so hier, ich bin über 18. Und ich bin männlich. Obwohl sie weiblich ist und ich sage jetzt nicht das echte Alter, aber sie ist auf jeden Fall unter 15. Und ich weiß gar nicht, wir haben jetzt eigentlich geschafft, von Patreon auf Twitch-Zuschauer zu kommen. Keine Ahnung. Aber ja. Wie gesagt, ich glaube, da spielt wirklich viel Fakeheit drin. Ich bin ja, ist so, eigentlich, wer stellt sein Google-Konto nicht auf über 18? Ja, lol. Ja, wirklich, also. Ich muss ganz kurz was schreiben. Tut ein bisschen leid für die Leute im Podcast, die jetzt gerade so viel Leerzeit haben. Aber vielleicht die Leute, die zuschauen. Würde mich vielleicht freuen, wenn der ein oder andere diesen Podcast auch hören würde. Und ja. Weil ich gerade schon wieder Anfragen bekomme von wegen... Nee, ich bin 2 Jahre alt. Ja, klar. Kennst du den Podcast Plötzlich Schwanger? Ja, den kenne ich. Habe ich auch sehr gerne gehört. Von Ed Paluten und Ed Bergmann. Das ist meiner Meinung nach auch ein cooler Podcast. Also, eigentlich muss man, wenn ich mal ganz ehrlich bin, haben sogar... die mich dazu animiert, einen Podcast zu machen. Weil ich gesagt habe, ich aufgehört habe, habe ich gesagt, boah, die haben so einen coolen Podcast gemacht. Irgendwie will ich so ein cooles Podcast-Feeling auch mal erleben. Und geil, jetzt sitze ich hier in Livestream und nehme auf mit 5 Leuten, 5 Zuschauern. Vielen Dank übrigens für die 5 Zuschauer. Und, ja. Aber ja, Plötzlich Schwanger, auch enorm cooler Podcast. Das Beste ist, ich kann jetzt einfach in den Tweet dazu reinmachen. Wir reden über Ed Plötzlich Schwanger, den Podcast von Ed Paluten und Ed Bergmann. Naja, vielleicht ziehe ich das durch. Einfach so schön den Text reinhauen. Ach, wow. Mir fällt gerade bei Botting, streife ich nochmal ganz kurz zurück, bei Botting fällt mir sogar gerade nochmal was ein. Und zwar... Meine Livestream-Tweets werden von einem Bot retweetet, und zwar, weil quasi meine Livestream-Benachrichtigung heißt, sei ein Hashtag Ehrenmann und komm rein. So. Und dieser Bot retweetet alles, wo Hashtag Ehrenmann drin vorkommt. Fällt mir gerade mal so ganz kurz auf. Aber ja, Plötzlich Schwanger, geiler Podcast. Habe ich echt gerne gehört. Und finde ich schade, dass da keine neuen Folgen mehr kommen. Ich hoffe, es kommen wieder neue Folgen von Plötzlich Schwanger. Würde ich feiern. Ich hoffe wirklich, dass es nur an diesem Adventskalender von Bergmann gibt, der übrigens echt geil geworden ist. Kann man an der Stelle sagen. Ich hoffe wirklich, dass es nur daran liegt. Ich habe leider die Insta-Story von Bergmann, also ja, leider nicht gesehen. Ich habe es nur auf Twitter mitbekommen, dass er anscheinend irgendwas in seine Insta-Story reingemacht hat, warum keine Folgen mehr kommen. Ich hoffe wirklich, dass es nur daran liegt, weil ich würde gerne noch ein paar Folgen hören. Die sind sogar bei mir noch im Downloads-Ordner drin. Was für Podcasts hörst du noch? Früher habe ich... Den höre ich inzwischen nicht mehr, weil... Man muss dazu eigentlich die Videos gucken muss. Früher habe ich geguckt... nicht Wer will's wissen, sondern ein bisschen Podcast von Leroy... Genau, wie ist das? Wo er dann halt gesagt hat, wie ist das, im Gefängnis gewesen zu sein? Wie ist das,
keine Ahnung. Wie ist das, geldgeil zu sein? Wie ist es, der erfolgreichste Mensch Deutschlands zu sein? Und sowas halt. So, und darum ging's. Und ja. Dann höre ich zurzeit noch Zeitverbrechen. Das ist quasi so ein Doku-Podcast, wo halt Verbrechen quasi aufgearbeitet werden. Da hat die Polizei einen Fehler gemacht. So dachte der Verbrecher auch ganz cool. Kann ich euch vielleicht auch mal empfehlen. Und zu guter Letzt auch noch höre ich Randomtainment, den Podcast von Alexander Böhm. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Die haben die netterweise in ihrer Podcast-Beschreibung drin. Randomtainment. Irgendwo da oben. Gehen wir ganz kurz nach oben. André Kunert, Alexander Böhm und Jens Herford. Die machen diesen Podcast. Kann ich auch nur empfehlen. Plötzlich schwanger. Ja, klar. Kann ich auch empfehlen, aber Randomtainment. Auch ein ganz cooler Podcast. Und ja, aber ich meine, wenn ihr jetzt mal auf die Folgen guckt, 50 Minuten. Mal gucken, ob vielleicht schaffen wir es noch 10 Minuten über irgendwelche Scheiße zu labern. Hätten wir eine Stunde, das ist bei so meiner Wunschfolgen. Ach genau, ich kann mal jetzt nachgucken. Habt ihr Sprachnachrichten hinterlassen? Wie gesagt, ich freue mich gerne über Themen, die ihr mir sendet. Über Discord, über Twitter, über Instagram, wo ich jetzt auch wieder aktiv geworden bin. Auch über Livestream-Chat. Aber halt auch über dieses Feature bei Anchor. Erstmal kurz nachgucken, App öffnen, weil ich leider auf dem Desktop-Gerät nicht mehr angemeldet bin. Plus Tools aus Sprachnachrichten. Na, schade. Und zwar, wie könnt ihr was hinmachen? Also, ihr geht in den Browser rein, wie könnt ihr was in eine Sprachnachricht hinterlassen? Das ist für mich die einfachste Möglichkeit. Ihr gebt einfach ein https://// und dann anchor.fm. Ich kann es kurz selektieren. Talk plus Play. So. Ich glaube, ich habe gerade verschieben. Genau. Warum ist da gerade immer Slash weggemacht worden? Keine Ahnung. Talk plus Play. So. Und dann gibt es hier auf dieser Seite, oder falls ihr über die App hört, geht es auch. Da gibt es diesen Button, der heißt Message. Und wenn ihr da draufklickt, kommt Sender Voice Message. Kann ich mal ganz kurz machen. Start Recording Now. Und dann könnt ihr quasi eine Sprachnachricht verfassen. Sag jetzt mal bis zu einer Minute lang. Jetzt habe ich auch mal 7 Sekunden was aufgenommen. Sag Stop Recording. Jetzt sag ich mal ganz kurz als Name. Hi. Sag Send this Message. Okay, schade, man braucht ein Konto. Okay, schade. Also Name. Okay, schade. Also wer vielleicht ein Konto hat, der darf gerne darüber quasi mir eine Message verfassen. Da kriege ich dann direkt rein. Die kann ich auch relativ einfach in den Podcast einbinden. Alternativ geht es halt, wie gesagt, auch über Twitter, über Instagram, über was weiß ich alles. Da könnt ihr mir Themenvorschläge machen, weil ich habe sogar wir haben 10 Minuten vor dem Podcast, habe ich mir verzweifelt versucht, irgendwelche Themen zu überlegen, die wir heute behandeln können. Es ist echt nicht so einfach, so viele, vor allem alleine so viele Themen zu finden, weil letztes Mal mit Jano, also in der vorletzten Folge, das letzte war ja so eine Infofolge, die war ja, ich sag mal so, es lief halt von selber, also es war wirklich, ich hatte mir ein Thema rausgesucht, er auch, und beim Sprechen ist gegenseitig Themen, du konntest dich schon quasi so ein bisschen vorbereiten, preparen, bis dann letztendlich du wieder dran warst, dann hast du ein Thema abgelabert, dann kannst du inzwischen den anderen. Und so hat sich das eigentlich relativ cool ausgemacht. Ich wollte eigentlich auch mit Jano aufnehmen, allerdings kann er irgendwie gerade nicht. Ich weiß leider auch nicht, warum. Aber, ja. Deswegen lasst mir gerne eure Vorschläge zukommen. Ich bin wirklich ratlos, weil ich bekomme den quasi, ich werde auf jeden Fall auf jeden antworten. Und falls es aus irgendeinem Grund mal zu viele Dings sein sollten, falls, keine Ahnung, 3000 Vorschläge reinkommen sollten und ich nicht mehr hinterherkomme, dann werde ich das Ganze relativ einfach so lösen. Dann werde ich euch zurückschreiben, yo, ich habe ein Thema gemerkt, das kommt in
leider nicht in die nächste rein, aber in eine der nächsten Folgen kommt das ganze Thema rein. Und so ist das Ganze dann quasi, ja, gedacht. Einfach. Deswegen lasst da gerne was da. Zudem könnt ihr, glaube ich, auch bei Anchor, deswegen lohnt sich, glaube ich, doppelt ein Konto erstellen. Weiß ich gerade nicht, sorry. Kann man, glaube ich, auch Podcasts bewerten. So. Ach, schade, nee, okay, gut, die kann man doch nicht bewerten. Okay, schade, aber zumindest auf Apple Podcast, denn wir sind jetzt auch auf Apple Podcast genannt. Auf jeden Fall, da lassen sich auf jeden Fall Bewertungen machen. Deswegen würde es mich auf jeden Fall freuen. Wir haben schon 11 insgesamt Playlist-Follower. Playlist-Follower, ja. Aber, ja. Podcast-Follower. Dafür möchte ich auch bedanken. 55 Plays. Ist strong. Analytics. Ging auch gestern 5 Wiedergaben nochmal. Ja. Überteuerte. Dass ich die Top-Folge war. Überteuerte Discord-Dränge. Warum? Fragezeichen. Na gut. Aber ja, hört euch den vielleicht für die Leute im Livestream. Es würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere den Podcast noch anhören würde. Für euch geht es gleich nochmal weiter mit Minecraft, bzw. mit Gaming-Programm. Ihr könnt ja mal vielleicht eure Spielvorschläge in die Kommentare schreiben. Ansonsten spielen wir einfach Minecraft. Und dann würde ich mich tatsächlich jetzt von den Podcast-Zuhörern verabschieden. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Nochmal nachträglich einen wunderschönen 4. Advent. Lasst euch an Weihnachten reich beschenken. Und da wir uns aber auf jeden Fall nochmal von Neujahr hören werden. Aber ich sage es trotzdem nochmal jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der sich die Folge nicht mehr anhört. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, liebe Podcast-Zuhörer. Nochmal vielen Dank für euren Support auf die Podcast-Folgen. Und ich habe irgendwie noch Bock, jetzt hier so eine Stunde voll zu machen. Irgendwie so genau so eine Stunde. Wie so ein YouTuber, der genau bei 10 Minuten aufhört. Weißt du, wir müssen noch irgendwas 4 Minuten 30, 3 Minuten 30 irgendwie noch reden. Ja. Oder ich mache einfach so Schweigen. Ja. Mein Alternativ. Was können wir sonst noch mal nehmen? Alternativ würde mir nichts mehr einfallen. An sich wird jetzt auch nichts mehr Wichtiges im Podcast passieren. Wir werden jetzt aber noch ein bisschen rumlabern, rumschwafeln. Ich schaue mal gerade mal wieder auf meinen Zuschauer-Account. Vielen, vielen Dank für 5 Zuschauer. Ich bin mal gespannt, was heute mal wieder die Spitze sein wird. Mal kurz Kanal analysen. In der Streamübersicht heute die Spitze. 7 Zuschauer war die Spitze und im Zuschnitt leider nur 3. Ja, ich komme irgendwie nicht über die 3 Zuschauer raus, deswegen für den Twitch an die Podcast-Zuhörer. Kommt wieder mal in den Stream rein, auch wenn die Qualität leider nicht die beste ist. Das wird sich aber zum Glück dann auch noch lösen in einem halben Jahr. Dann werde ich wirklich mit Full HD streamen können. Würde mich, wie gesagt, vielleicht freuen, den einen oder anderen Podcast-Zuhörer nochmal begrüßen zu dürfen. Mich auch den einen oder anderen Twitch-Zuschauer. Ich muss ganz kurz was trinken. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass irgendjemand mir gibt, dass ich was trinken muss. Und ja. Es ist halt diese. Bei manchen ist es die Null-Zuschauer-Falle, die ist halt schon bitter. Bei mir ist es die 3 Zuschauer-Falle. Ich komme eigentlich nie über 3 Zuschauer heraus. Hängt immer so zwischen 3 Zuschauer. Egal wie lange wir mehr als 3 Zuschauer haben. Naja. Schwer zu sagen, warum. Mann, es triggert mich ultra, dass ich noch irgendwie anderthalb Minuten was labern muss. Die letzten 10 Sekunden kann ich ja Verabschiedung machen. Ja, geil. Jetzt, wo ich Wasser getrunken habe, kommt ein Zuschauer und sagt Wassermarsch. Dankeschön. Ja, gut, mache ich. Heißt zum Glück nur 2 Stücke. Aber interessant finde ich auch, dass eigentlich. Weil ich trinke jetzt erstmal was. Also. Wenn ich es mal angucke. Es hat einfach noch kein Mensch für ein neues Giveaway gewotet. Also, muss ich gewotet, Kanalpunkte gemacht. Ja. Wir sind jetzt zwischen bei 6, 49, 50 Minuten. Dann nochmalig einen
wunderschönen Tag euch noch, liebe Podcast-Zuhörer, Zuschauer. Ihr könnt mich auch gerne auf Discord anschreiben, der Dannycraft, Hashtag 0055. Ich wäre auch gerne mal bereit, mit euch zusammen eine Podcast-Folge aufzunehmen, falls ihr auch ein paar interessante Themen habt und sagt so, oh, ich würde mal gerne so live mitreden. Dann, wie gesagt, meldet euch bei mir, dann nehmen wir zusammen gerne einen Podcast auf. Dann mache ich auf dem Discord-Server einen Raum auf, wo wir dann reden können, oder Private Call, wo wir auf dem Discord-Server ist irgendwie noch cooler, wie ich fände, weil es da relativ einfach ist, Leute noch hinzuzufügen. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Und ja, wie gesagt, wir sind bei 49 Sekunden und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüssi!